Die Maschinen sind über 100 Jahre alt. Gottfried Pfeiffer presst damit kleine Kostbarkeiten aus Pappe. Und die kannte jeder, als die Maschinen noch neu waren, als Dresdner Pappen. Ich sage immer zu manchen, die dann fragen, was machen Sie denn? Ich sage, ich arbeite eigentlich, oder ich bin ein arbeitendes Museum. Die Maschinen sind zwar alt, aber funktionieren gut und schneller müssen die nicht laufen. Das hat mein Vater schon gemacht, das haben auch die vor ihm schon so gemacht. Das hat sich also nicht verändert. Und so hofft er, dass er mit seinem kleinen Betrieb noch bis zur Rente kommt. Natürlich weiß er, dass man solche Papiere in modernen Fabriken auch in Lichtgeschwindigkeit herstellen kann. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man den Unterschied. Gottfried Pfeiffer arbeitet mit den alten Gravuren. Metallplatten, so alt wie seine Maschinen, auf denen die Ornamente und Verzierungen von Hand eingeritzt worden sind. Mich fasziniert eben, wie die das damals gemacht haben mit Hand und dass das jetzt immer noch funktioniert und dass die Muster sehr schön sind. Und das kann heute kaum einer nachmachen. Sein größter Schatz sind die Engelsflügel. Die filigrane, das Gefieder hier, ja, wie gut das graviert ist. Vor 100 Jahren waren die Papierdrucke eine kleine Revolution. Früher sind diese Ornamente mit Holz geschnitzt worden. Ist ja aus dem Erzgebirgsraum entstanden. Und im Zuge der Einsparung hat man nachgedacht, wie kann man das preiswerter machen. Und da ist man auf Pappe gekommen. Damals waren die Dresdner Pappen also Weihnachtsschmuck für den kleinen Geldbeutel. Heute begeistern sie Sammler, Nostalgiker und Romantiker. Und sie sind nur so richtig echt, wenn sie auf den alten Maschinen von Gottfried Pfeiffer hergestellt werden, wo jede Pappe noch durch seine Hände geht. Die Leute, denen das gefällt, die muss man suchen. Ist einfach so. Wenn man sie gefunden hat, die sind dann begeistert. Aber das sind eben keine Milliarden Menschen.